Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Ein neuer Lebensmittelskandal ruft die Behörden auf den Plan. Nach Pferdefleisch und falsch deklarierten Bio-Eiern geht es um Futtermittel. In Mais wurde das krebserregende Schimmelpilzgift Aflatoxin B1 festgestellt. Tausende Tonnen des Getreides wurden aus Serbien nach Deutschland geliefert, vor allem nach Niedersachsen. Die Giftstoffe setzten sich weniger in Fleisch oder Eiern ab, wohl aber in Milch. Eine akute Gesundheitsgefahr für die Verbraucher besteht angeblich nicht. Alltag im niedersächsischen Landkreis Cuxhaven. Ein Landwirt testet seine Milch. Bei ihm ist alles in Ordnung, keine Belastung mit dem krebserregenden Schimmelpilzgift Aflatoxin. Doch allein in Niedersachsen werden derzeit 938 Milchbetriebe überprüft, bei denen es anders aussehen könnte. Sie wurden mit verseuchtem Futtermittel aus Serbien beliefert. In 90% von diesen 938 belieferten Milchviehbetrieben in Niedersachsen muss man zum gegenwärtigen Zeitpunkt davon ausgehen, dass solche Grenzwertüberschreitungen vorkommen können. Diese Milch wird jetzt auf den Höfen untersucht. Die Höfe sind angewiesen, diese Milch zurzeit nicht abzuliefern. Über diesen Hafen im niedersächsischen Brake wurden 10.000 Tonnen belastetes Futtermittel an mehrere Bundesländer geliefert. Offenbar ohne ausreichende Kontrollen, trotz Warnungen aus dem Bundesverbraucherschutzministerium im Oktober. In Serbien ist schon seit der Ernte des Mais bekannt, dass es da wegen des Wetters Probleme gibt mit Schimmelbelastung. Insofern muss ein Futtermittelhersteller, der aus dem Balkan importiert Mais, der muss gewusst haben, dass er ein Problem haben kann und er hätte dort Untersuchungen machen müssen. Entweder hat das gelassen, das ist unverantwortlich, oder er hat untersucht und wusste, dass Grenzwerte überschritten sind. Am stärksten betroffen ist Niedersachsen. Inwieweit die Futtermittelhersteller ihren Kontrollpflichten nicht nachgekommen sind, das wollen die Behörden nun klären. Der Bundesrat hat heute einem Vorstoß für einen flächendeckenden gesetzlichen Mindestlohn zugestimmt. SPD und grün geführte Länder setzten dabei zum ersten Mal seit der Niedersachsenwahl ihre neue Mehrheit im Bundesrat ein. Jetzt muss der Bundestag entscheiden. Die Pläne von SPD, Grünen und Linkspartei unterscheiden sich klar von denen der Union. Sie will je nach Region und Branche unterschiedliche Lohnuntergrenzen einführen und das nur dort, wo es keine Tarifverträge gibt. Es ist harte, unangenehme Arbeit. Dennoch wird in manchen Bereichen des Fleischerhandwerks, wie in anderen Branchen, noch immer deutlich unter 8,50 Euro pro Stunde bezahlt. Das ist der Betrag, den sich SPD und Grüne als gesetzlichen Mindestlohn wünschen. Eine allgemeine Lohnuntergrenze, wie sie die Bundesregierung erwägt, ist der SPD jedoch zu wenig. Eine Lohnuntergrenze ist keine Reißleine nach unten, sondern dafür braucht man einen echten gesetzlichen Mindestlohn. Deutschland sei ein wirtschaftlich starkes Land und könne sich einen Mindestlohn leisten. Man wolle keine Dumpinglohnpolitik, so der grüne Ministerpräsident Kretschmann. Wir können auch so erfolgreich in der Welt sein, ohne dass wir Menschen in prekären Arbeitsverhältnissen haben. Das ist eines der ganz wichtigen sozialen Signale, die wir ausgeben müssen. Regierungschefs der unionsgeführten Länder halten die Gesetzesinitiative für ein Wahlkampfmanöver. Der Bundesrat werde zur Bühne für den Wahlkampf. Das sei nicht die Aufgabe der Länderkammer. Wir werden, sowohl gilt das für das Land Hessen wie für die unionsgeführten Länder, diesem Schauspiel sozusagen nicht auch noch zustimmen. Dennoch, der Bundesrat stimmt für einen gesetzlichen Mindestlohn und erzwingt damit eine Debatte im Bundestag. Dass der Bundesrat heute für den gesetzlichen Mindestlohn gestimmt hat, war eine rot-grüne Machtdemonstration. Womöglich nicht die letzte vor der Bundestagswahl. Aber noch immer haben Union und FDP die Mehrheit im Bundestag. Und damit können sie jede Gesetzesinitiative stoppen, auch den gesetzlichen Mindestlohn. Mehr zum Thema finden Sie auf tagesschau.de. Unter anderem zeigen wir, in welchen Arbeitsbereichen es bereits Lohnuntergrenzen gibt. Die Mehrheit von SPD, Grünen und Linken hat heute im Bundesrat auch die steuerliche Gleichstellung der sogenannten Homo-Ehe vorangetrieben. Der beschlossene Gesetzentwurf sieht das Ehegattensplitting auch für eingetragene Lebenspartnerschaften vor. Unklar ist, ob das Vorhaben auch im schwarz-gelb dominierten Bundestag eine Mehrheit finden wird. Die FDP ist dafür, doch innerhalb der Union wird noch über das Thema gestritten.
CDU, CSU und Freie Demokraten haben heute mit ihrer Mehrheit im Bundestag die Rechte der Presseverlage im Internet gestärkt. Sie stimmten einem neuen Leistungsschutzrecht zu. Danach dürfen Suchmaschinen wie Google nur kleine Textanteile aus Artikeln kostenlos übernehmen. Für längere Passagen sollen die Internetunternehmen künftig zahlen. Wer im Internet etwas nachschaut, der nutzt meist Suchmaschinen wie Google. Hier werden auch Online-Artikel von Zeitungen und Zeitschriften angezeigt. Künftig sollen solche längeren Vorschautexte nur noch verbreitet werden dürfen, wenn es von den Verlagen dafür eine Lizenz gibt. Ganz kurze Schnipsel wären aber weiter kostenlos. Ob zwei Zeilen wie hier schon zu lang sind, das müssen die Beteiligten aushandeln, denn das Gesetz gibt das nicht vor. Anbieter, die im Netz fremde Artikel neu zusammenstellen, sollen aber auf jeden Fall zahlen müssen. Mit diesen Vorgaben will die Koalition die Verlage im Netz stärken. Und wer es, meine Damen und Herren, für falsch hält, dass Presseverlage ihre Inhalte im Netz, wie es bisher ist, verschenken müssen, und wer es wie wir als fair ansieht, dass sie nicht nur am Kiosk, sondern auch im Netz ihre Inhalte verkaufen dürfen, der muss diesem Gesetz zustimmen. Die Verlagsbranche ist im Umbruch. Zeitungen aus Papier werden weniger gekauft, Online-Artikel oft kostenlos gelesen oder eben von anderen genutzt. Hier soll das neue Leistungsschutzrecht den Verlagen helfen. Wichtig ist erstmal, dass wir dieses Leistungsschutzrecht haben, dass wir damit auch eine Anerkennung haben unserer Leistung, so wie es andere Produzenten schon längst haben. Obwohl Google und andere gewerbliche Nutzer zumindest kleinste Textausschnitte weiter frei verwenden dürfen, lehnen sie das Gesetz ab, weil es Schaden anrichte. Verbraucher werden weniger finden, was sie suchen, aber auch Unternehmen werden weniger leicht gefunden und übrigens auch Verlage. Deswegen ist das schlecht für alle Beteiligten. Der Protest gegen das Gesetz war im Vorfeld deutlich größer als heute sichtbar. Wirtschaftsverbände, Urheberrechtsexperten, Journalistenverbände lehnen es ab. Auch die gesamte Opposition. Das Gesetz sei widersprüchlich, unnötig und schaffe nur Verwirrung. Durch vage, gänzlich unbestimmte Rechtsbegriffe helfen Sie keinem Verlag, Sie helfen keinem Journalisten und keiner Journalistin. Sie setzen hier auf ein Beschäftigungsprogramm für Juristen, meine Damen und Herren. Die Gegner des Leistungsschutzrechts setzen nun darauf, dass der Bundesrat dem Gesetz widerspricht und es im Vermittlungsausschuss neu verhandelt wird. Die Grünen setzen mit Blick auf die Bundestagswahl im September auf eine Koalition mit der SPD. So steht es im Entwurf für das Wahlprogramm, den der Parteivorstand heute in Berlin vorgestellt hat. Danach wird ein Bündnis mit der Union aber nicht völlig ausgeschlossen. Inhaltlich wollen die Grünen mit den Themen Energiewende und Gerechtigkeit punkten. Unter anderem setzen sie sich für mehr Klimaschutz und eine Einkommensteuerreform ein. Basislager nennt sich die grüne Wahlkampfzentrale in Berlin, wo heute der Parteivorstand seinen Entwurf des Wahlprogramms vorstellte. Es gehe um einen grundlegenden Wandel in Wirtschaft und Gesellschaft. Wir wollen, dass die Marktwirtschaft, zu der wir uns bekennen, nicht nur eine soziale Marktwirtschaft wieder wird, sondern auch eine ökologische Marktwirtschaft wird. Zügige Umsetzung der Energiewende bei fairer Kostenverteilung steht an erster Stelle des grünen Programms. Zweites fundamentales Ziel sei der Kampf um soziale Gerechtigkeit. Die Mehrheit in diesem Land will eine gerechte Gesellschaft. Deswegen müssen wir unsere gemeinsamen Schulden zulasten der kommenden Generationen auch gemeinsam abbauen. Dabei können stärkere Schultern mehr tragen als andere. Vermögensabgabe für Reiche, höherer Spitzensteuersatz, gesetzlicher Mindestlohn, das seien Programmpunkte für mehr soziale Gerechtigkeit. Rot-Grün heißt die Wunschkoalition. Andere Bündnisse werden zwar nicht ausdrücklich ausgeschlossen, aber Koalitionen sind Bündnisse auf Zeit zur Umsetzung gemeinsamer Ziele. Nur wer mit uns Grünen in die gleiche Richtung gehen will, nur wer den grünen Wandel ermöglichen will, mit dem können und mit dem wollen wir koalieren. Ende April wird ein Parteitag über das Gesamtprogramm abstimmen. Anschließend sollen per Mitgliederentscheid die 10 wichtigsten Schlüsselprojekte ausgewählt werden. Die USA stehen vor massiven Kürzungen der Staatsausgaben. Präsident Obama scheiterte heute in Washington mit einem Versuch, Republikaner und Demokraten doch noch zu einer Einigung im Haushaltsstreit zu bewegen. Damit dürften um Mitternacht Ortszeit automatisch Zwangseinsparungen in Kraft treten. Allein im laufenden Jahr in Höhe von 85 Milliarden Dollar, quer durch alle Ressorts. Obama gab den Republikanern die Schuld am Scheitern.
Eigentlich müsste die US-Flagge auf Halbmast wehen angesichts des Trauerspiels in Washington. Die Budgetverhandlungen erneut gescheitert. Der Senat hatte gestern Gesetzesinitiativen von Demokraten und Republikanern abgelehnt. Trotz des ungelösten Haushaltsdramas verabschiedeten sich die Kongressabgeordneten ins Wochenende. Nun treten drastische Zwangseinsparungen in Kraft. 85 Milliarden US-Dollar muss die Regierung bis Ende September streichen. Allein der Verteidigungsetat wird um knapp 8% gekürzt. Den Militärs fehlen etwa 43 Milliarden Dollar. Aber auch die Bereiche Bildung und Gesundheit müssen bluten, ebenso viele staatliche Sozialprogramme. Selbst der Zoll, das FBI und die Flugsicherheit schlagen Alarm. Auch sie sind von gewaltigen Kürzungen betroffen. Ein letztes Krisentreffen heute Morgen im Weißen Haus. Präsident Obama redet den Mehrheitsführern des Kongresses ins Gewissen. Er fordert nach wie vor Steuererhöhungen für Großverdiener, um die Budgetkürzungen abzumildern. Die Republikaner lehnen das ab, Schuldzuweisungen. None of this is necessary. Nichts von all dem war nötig. Das passiert jetzt, weil die Republikaner im Kongress so entschieden haben. Sie erlauben diese Einschnitte, weil sie sich weigerten, Schlupflöcher im Steuersystem zu schließen, um das Defizit zu verringern. Die Führung der USA wirkt wie gelähmt. Dabei waren die automatischen Budgetkürzungen eine Idee der Obama-Regierung. Es sollte ein Horrorszenario sein, das die politischen Gegner zum Kompromiss zwingt. Doch der ist nun gescheitert und die Zwangseinsparungen drohen, den zarten Wirtschaftsaufschwung abzuwürgen. Umfragen zeigen, die meisten US-Bürger haben die Nase voll vom ewigen Hickhack in Washington. Wegen eines Überfalls auf ein Fernsehteam der ARD in China ist heute der Gesandte des Landes ins Auswärtige Amt einbestellt worden. Das Ministerium erklärte, der Übergriff sei in keiner Weise akzeptabel gewesen und müsse aufgeklärt werden. Die Leiterin des Studios Peking, Adelhardt, berichtete, ihr Auto sei nach Dreharbeiten von anderen Wagen bedrängt worden. Männer mit Baseballschlägern hätten die Windschutzscheibe zertrümmert. Anschließend seien sie und ihr Team 16 Stunden auf einer Polizeiwache festgehalten worden. Nach dem Rücktritt von Papst Benedikt XVI. Hat die Suche nach einem Nachfolger begonnen. Die Kardinäle der katholischen Kirche wurden zum Konklave nach Rom einberufen, um die Wahl vorzubereiten. Gestern Abend waren im Vatikan die päpstlichen Gemächer verschlossen worden. Kardinalkämmerer Bertone versiegelte die Räumlichkeiten. Der 78-Jährige ist für den Schutz der Güter und für die weltlichen Rechte des Heiligen Stuhls zuständig. Die Berliner Mauergalerie zieht als Kunstwerk jährlich Zehntausende Touristen aus aller Welt an. Doch das mit 1,3 Kilometern längste noch bestehende Teilstück des früheren Grenzwalls ist vom Abriss bedroht. Heute wurden die Bauarbeiten nach massiven Protesten vorerst gestoppt. Investoren wollen Teile aus der sogenannten East Side Gallery herausbrechen lassen, um Zugang zu neu entstehenden Gebäuden zu schaffen. Die Demonstranten sind empört über das, was sich hier an der East Side Gallery abspielt. Geschichtszerstörung zugunsten privater Investoren sei das. Mehrere hundert Menschen protestierten bis zum Nachmittag gegen den Teilabriss des längsten noch erhaltenen Stückes Berliner Mauer. Viele Leute in der Welt kommen hierher, um sich das anzuschauen und wir reißen es ab. Ich meine, das ist verrückt. Das ist ein Teil irgendwie von unserer Geschichte. Genauso wie man Nazi-Deutschland nicht vergessen sollte, ist das halt auch ein Teil, den man einfach nicht vergessen sollte. Auf dem ehemaligen Todesstreifen an der Spree soll unter anderem ein Hochhaus entstehen. Die Baugenehmigung dafür hat der Investor laut Senat seit 2008. Das Landesdenkmalamt ist dagegen nicht vorgegangen. Künstler aus der ganzen Welt hatten den eigentlich denkmalgeschützten Betonwall seit 1990 bemalt. Ihre Botschaft heute, Mr. Wovereit, don't tear down this wall. Reißen Sie die Mauer nicht nieder. Wenn man seinen Namen an der Mauer schreibt, kriegt man sofort eine Strafanzeige gegen Sachbeschädigung. Aber wenn man laut das Segment abträgt, dann ist es in Ordnung. Also ich verstehe die Welt nicht mehr. Wer die Verantwortung für den Teilabriss trägt, die Berliner Politiker mauern. Das Schuldzuschieben zwischen Bezirk und Land hat begonnen und die Empörung, sie wächst. Nicht nur in Berlin. Die Bauarbeiten immerhin, so freuen sich die Wutbürger, sind heute vorerst gestoppt. Und nun die Wettervorhersage für morgen Samstag, den 2. März. Am Wochenende scheint unter Hochdruckeinfluss schon häufiger die Sonne. In der neuen Woche gibt es zwar noch Nebel- oder Hochnebelfelder, aber Wolken sind Mangelware und die Temperaturen steigen. Im Süden und Südwesten gibt es heute Nacht hier und da noch ein paar Tropfen oder Flocken. Die Sterne zeigen sich vor allem im Norden und Nordosten, später auch weiter südlich. Gebietsweise bildet sich Nebel.
Morgen erwartet uns eine Mischung aus Wolken, Nebel und Sonnenschein. Gegen Abend können im äußersten Norden ein paar Tropfen fallen. Der Wind weht schwach, im Norden und Nordosten mäßig, an den Küsten frisch, an der Ostsee gegen Abend zum Teil stürmische Böen. Im Osten, wo es heute Nacht über Schnee aufklart, örtlich strenger Frost, am Oberrhein unter Wolken bis plus 2 Grad. Dort sowie an der Ems morgen bis 7, an der oberen Donau um 0 Grad. Am Sonntag gibt es teils Wolken, teils Sonne, die sich vor allem im Norden zeigt. Meist bleibt es trocken. In der neuen Woche scheint dann nach Nebelauflösung verbreitet die Sonne und es wird deutlich milder. Um 21.45 Uhr begrüßt Sie Tom Buro mit folgenden Tagesthemen. Der nächste Skandal, was stimmt nicht mit unserer Landwirtschaft, sowie gefährliche Berichterstattung, wie ein ARD-Team in China brutal überfallen wurde. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.